frohes Neues kann ich ja jetzt nicht mehr sagen. Ist aber mein erstes Video dieses Jahr. Ich muss mich ja schon fast schämen, dass ich euch so lange kein Video mehr von mir gezeigt habe. Aber irgendwie gingen die Wochen jetzt so schnell rum. Jetzt ist schon Frühling. Ich glaube es einfach gar nicht. Und ich hoffe, ich komme wirklich dazu, dass ich demnächst mal wieder öfters Videos machen kann. Zum einen hat es halt auch damit zu tun, mein Hobbyzimmer, ihr seht gerade eventuell da oben noch, da habe ich alles schon abgehangen. Irgendwann wird das jetzt demnächst mal ein bisschen neu gepimpt. Und ja, ich hoffe, dass ich dann mehr Platz habe für alles und auch mir so eine kleine Videoecke dann einrichten kann. Ich habe total wenig Stauraum, aber so viel Krempel. Das heißt, es muss jetzt erstmal ein Schrank her. Und wenn dann Ordnung herrscht, dann denke ich mal, wird es auch nach und nach wieder Basteltutorials geben. So, das dazu. Nichtsdestotrotz, ich war auf der Kreativa wieder mal. Ich glaube, mittlerweile das fünfte Mal. Mit meiner Kollegin wieder. Und da haben wir ja ein bisschen geshoppt. Und ich habe auch versucht, den Anfang so ein bisschen so zu filmen. Problem war nur, 9 Stunden sind wenig Zeit. Habe ich dann gemerkt, als wir innerhalb der ersten Halle eine Stunde rum waren und kaum was gesehen haben, weil erstens war so viel los und zweitens sind da so viele Stände, ihr glaubt es gar nicht. Also man kann einfach nie genug haben. Und zwar 90 Stunden ist wirklich wenig. Nächstes Mal, weiß ich nicht, keine Ahnung, 9 Stunden ist aber das Maximum am Tag, weil die machen um 9 Uhr auf und um 6 Uhr zu. Jo, und das ist einfach zu wenig, wenn man so bekloppt ist wie ich und überall kreuz und quer rennt und alles gucken, gucken und Inspiration, Inspiration. Ja, jedenfalls, ja, das kurze Video, was jetzt gleich im Anschluss kommt, das ist im Prinzip nur der Anfang von der Tour. Ich hatte eigentlich wirklich keine Zeit zu filmen, daher nur der Anfang. Und im Anschluss werde ich euch dann noch die Sachen zeigen, die ich mir gekauft habe. Guten Morgen, es ist jetzt 7:15 und ich mache mich jetzt auf den Weg zur Kreativa. Und ich habe ja schon ewig lang kein Video mehr gemacht und da wollte ich euch jetzt mal mitnehmen und mal gucken, wie ich es schaffe, dort ein bisschen was zu filmen für euch. So, dann kommt mal mit. Ich fahre jetzt erstmal zu meiner Kollegin und dann geht's von da aus mit ihr weiter. Ciao! Gesehen habt, war wirklich kurz. Es ging wirklich nicht anders. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt, was ich geshoppt habe. Ich habe eine kleine Glue-Gun mir geholt und die passenden, wie heißen die eigentlich? Klebestangen. Die habe ich mir geholt, weil ich habe nur so eine große schwarze und das ist alles ein bisschen unhandlich. Daher habe ich mir die an einem Stand gekauft. Dann hatte ein Stand hier diesen. Ich glaube, das heißt Spirograph. Die nennt sich hier Magic Circles. Und wie ihr hier schon sehen könnt, da sind so, oder auch nicht sehen könnt, da sind so 2 Scheiben mit so kleinen Zähnchen und dann noch kleine Einsatzscheiben mit Löchern, wo der Stift, aber das kennt ihr ja aus eurer Kindheit wahrscheinlich noch, kann man dann halt so schöne Muster machen, so zum Beispiel wie hier angegeben ist. Und da habe ich gedacht,
könnte ich das gut fürs Kartenbasteln verwenden, dass man halt sich immer mal so schöne Kreismuster macht und die dann mit dem Kreisstanzer ausstanzt und dann auf die Karte klebt. Das war das. Ich muss mal ein bisschen Platz schaffen. Dann, ich habe Umschläge gekauft und jetzt dürft ihr dreimal raten, in welcher Farbe. Na, na? Pink. Und so ein krasses Pink, das ist schön. Also Umschläge, ich glaube ein Paket hat 1 Euro gekostet, sind jeweils 20 Umschläge drin. Das war auf jeden Fall cool. Dann habe ich mir Kleber gekauft. Das ist einfach so, ja, Bastelkleber, eine große Flasche und dann eine passende kleine, weil ich werde, will nicht, dass die austrocknet. Und dann habe ich mir gedacht, kaufst du die kleine dazu und dann kannst du immer von der großen, wenn die leer ist, was umschütten. Und das ist so ein, ja, weißer Bastelkleber, der soll aber transparent austrocknen. Und Kleber kann man ja beim Basteln auch nie genug haben. Dann muss ich mal kurz gucken. Einfach ein paar dünne Spielzeugfolien. Was heißt Folien? Wo ist das andere? Da fehlt eins. Da fehlt eins. Da ein Hindernis. Die habe ich mir geholt. Da hat das Stück 10 Cent gekostet. Die sind relativ dünn, aber für kleine Sachen auszustanzen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Die habe ich mir geholt. Dann gab es einen Stand, da konnte man sich 40 Teile für 10 Euro aussuchen. Und ihr glaubt gar nicht, wie schwierig das war, sich 40 Teile auszusuchen von den ganzen Sachen, weil da waren auch so, ich meine, ab und zu nähe ich ja ein bisschen, aber in dem Fall hatte ich keinen Bock, mir irgendwelche Reißverschlüsse da rauszusuchen. Daher habe ich mir erstmal 5 Pakete von so quadratisch blauen Umschlägen geholt. Da sind immer 10 Stück drin, also 50 Umschläge habe ich schon mal in dem Paket dabei gehabt. Dann gab es noch Embossing-Pulver, das ist rosa und da dann irgendwie nicht so von der Füllmenge so viel drin ist, dachte ich, nehme ich direkt noch eins dazu und fülle das jetzt dann um, dass ich da einmal rosanes Embossing-Pulver jetzt auch mal habe. Dann gab es Pailletten in so einer schönen schimmernden Farbe. So schwarz, dann so rosé, so türkis und Silberschimmer. Die waren halt auch mit in dem Paket dabei für 10 Euro. Dann, das möchte ich mal ausprobieren, kannte ich auch noch nicht, Embossing-Creme. Da steht zum Beispiel dabei, das kann man über, ich dachte gerade, da kommt meine Kaffeelieferung, kann man über Schablonen streichen und dann ganz normal mit einem Heißluftföhn wie bei dem Pulver auch und dann plustert sich das eben auf, aber halt in Cremeform. Dann noch irgend so ein, ich wusste wirklich nicht, was ich einpacken soll. Ich habe einfach mal Kristallcreme benutzt, transparent, gekauft. Transparent, ich soll irgendwie 3D-Effekte bringen, mit einem Spachtel auftragen irgendwo, keine Ahnung. Dann eine so eine Glitzerbügelfolie, das ist ganz normal auch zum Ausstanzen gedacht und dann T-Shirts verzieren zum Beispiel. Ja, und dann ist irgendwo noch ein Stickerbogen gewesen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo der abgeblieben ist. Ja, keine Ahnung, der ist irgendwie jetzt gerade nicht mehr hierbei. Dann habe ich mir Blätter geholt, also ganz normal einen Cardstock mit Motiven. Also hier zum Beispiel diese komischen großen Motive, die haben mir alle nicht gefallen. Ich wollte die eigentlich nur wegen der einfarbigen Rückseite dann haben. Gab da so nette hier mit so hellblauen Herzen. Auf der anderen Seite ist französisch, irgendwie für, keine Ahnung, Geburt für einen Jungen oder sowas. Davon dann ein paar. Gab es noch so einen komischen Knoten. Das hat aber so eine schöne cremige Rückseite. Das stelle ich mal gerade ab. Dann noch so eine schöne, ja, Mintgrün. Das ist auf der anderen Seite das irgendwas auch Französisches mit Hochzeit und Buchstaben. Da habe ich mir ein paar Seiten von geholt. Also da hat ja dann ein Teil im Prinzip 25 Cent gekostet. Für so einen Cardstock kann man da eigentlich ja nichts zu sagen. Dann so ein schönes cooles Muster mit einer knallorangenen Rückseite. So. Nochmal dieses Mintgrün. Und die fand ich auch ganz cool. Dann einmal diese Rückseite und einmal dieses Muster. Da habe ich mir auch 3 von geholt. Ja, und das waren dann auch schon diese 40 Teile. Dann in einem anderen
Shop, wo ich glaube, da wo ich den Kleber gekauft habe, habe ich mir auch für 50 Cent der Bogen das geholt. Das hat leider keine Rückseite, aber ich mag halt so gern so bunte Streifen. Papier kann man ja nicht genug haben. Und dann bleiben wir mal bei Papier. Da gab es einen schwedischen Stand. Da gab es so 6x6 Papiere für 20 Cent das Stück. Umgerechnet 80 Cent auf dem Bogen, ja, bisschen teuer. Gab es eigentlich überall so billiger teilweise. Aber mir gefielen halt die Farben und die Muster. Da habe ich dann einmal Grau genommen. Und ne, Sterne, ihr kennt ja meinen Spleen. Ich mag so gerne auch Sterne. Punkte, Wolken, kleine Punkte. Das gab es halt in zig verschiedenen Farben. Erstmal habe ich mir so alle aufgestapelt, zig verschiedene Farben und dann mal zusammengerechnet. Da war ich schon bei 8 Euro. Da habe ich gesagt, nee, so viel musst du jetzt nicht dafür ausgeben. Dann habe ich mir nur die Farben ausgesucht, die ich dann auch am allerschönsten fand. Und das ist das hier, so ein Kaffee-Taubton oder keine Ahnung, wie der heißt. Und noch, weil so ein richtig knalliges Pink hatten sie nicht, musste ich dann auf Rosa zurückgreifen. Und dieses Sternpapier habe ich mir immer zweimal genommen, weil ich das vielleicht mal verarbeiten will. Aber ich glaube, die anderen schneide ich eh nicht an. Weil ich habe ja so einen Tick. Ich kaufe meistens zwei Papiere, mindestens, damit ich eins anschneiden kann und das andere wird dann irgendwie verwahrt. So. Ach ja, bei dem schwedischen gab es dann auch noch hier so einen Wolkenstempel, einen kleinen. Und dann einen noch kleineren. Und hier ein Karo-Muster, was halt so ein bisschen so distressed aussieht. Und das waren halt schwedische Kronen, deswegen steht da auch 15 und 5 Euro. Da muss man einfach hier den Punkt eine Stelle nach vorne setzen. Das ist 1,50 Euro und 50 Cent. Und das hat, glaube ich, 5 Euro gekostet, der große. Meine ich jedenfalls. Dann, wir sind auch schon fast am Ende. Ist gar nicht mehr so viel. Also ich habe mich wirklich für meine Verhältnisse total beherrscht. Ein Stock. Und zwar ein Ringstock. Da gab es noch einen Stand mit Aludraht. Da war ich so hin und weg von diesen ganzen Sachen und will jetzt auch demnächst mal mit Aludraht Ringe machen. Habe ich mir einen Ringstock geholt und eine passende Ringschablone. Da werde ich euch auch demnächst mal was zu zeigen. Und letztes Jahr bin ich schon drumherum geschlichen. Ich wollte immer schon diese Chunk-Armbänder haben. Ursprünglich diese originale, diese Nossa-Armbänder, die waren mir halt immer zu teuer. Und dann dachte ich, ja, wartest du mal ab. Habe ich dann letztes Jahr auf der Kreative auch schon diese Chunks gesehen. Hatte auch kurz überlegt, die Bänder selber zu machen und mir so diese Druckknöpfe und alles zu kaufen. Da war mir das aber mit einer Spindelpresse, ehrlich gesagt, zu teuer. Und da hatten auch viele das schon, jetzt regnet, viele schon im Angebot, so bei der Wanda. Und dann habe ich gedacht, lässt das erstmal sein. Und ja, dann habe ich mir halt Bänder geholt. Ich mach mal gerade die Druckknöpfe ab. Oh, das andere habe ich jetzt gerade. Moment, das gehe ich am besten mal holen. Also erstmal ein schwarzes. Ich glaube, das ist kein echtes Leder. Das müsste Kunstleder sein. Das habe ich extra an einem anderen Stand geholt für 5. Das soll echtes Leder sein. Das fand ich so cool mit den Sternen. Und da habe ich noch so ein, ja, so gräuliches von. Das gehe ich jetzt mal holen. Und dann zeige ich euch die Chunks, die ich bisher dazu gemacht habe. Da bin ich wieder. Habe das eine schnell noch geholt, weil die Farbe, die fand ich auch total toll. Auch mit Sternen. Ja, und dann gab es halt auch Rohlinge und Cabochons und Fassungen. Das habe ich mir alles hier so einzeln gekauft. Boah, jetzt fängt es an zu hageln. Ey, was haben wir heute für ein Wetter? Ja, das Tütchen halt schon leer. Da habe ich mir die Unterteile, Fassungen und Cabochons geholt. Und dann habe ich selber schon welche mir gebastelt. Weil die einzelnen waren mir selber halt dann, haben mir nicht alle so gefallen. Habe ich mit dem Pilz gemacht. Mit den Eulen, die kennt ihr ja schon. Da mache ich auch die Buttons von. Dann noch mit dem Cupcake, den kennt ihr auch schon. Dann noch hier. Erdbeerchen. Einen kleinen, ich glaube, es ist ein Fuchs. Dann mit der Kitty-Schleife. Einfach so pinke, weiße Punkte auf pink.
Und das Bildchen, das habe ich auch mal selber designt, also beziehungsweise ein Bearbeitungsprogramm gemacht. Hier kam in die Cupcake. Jo. Jetzt klebe ich das nur so drauf. Nee, andersrum. So, und dann würde das halt so auf dem Band so aussehen. Und jetzt hat die liebe Nadine aus der Bastelgruppe, hat die ja mal angesprochen, ja, vielleicht ist diese Rohlinge dann auch mal besorgt. Und dann, wenn man da dann gut günstig drankommt, dann werde ich vielleicht auch mal nur diese Chunks dann bei der Wanda anbieten. Also, weiß ich nicht, muss mal gucken, testweise mit ein paar vielleicht mal ausprobieren, ob die gut weggehen. Und wenn es gut klappt, dann schaue ich mal. Jo. Das war's. Mehr habe ich nicht gekauft. Ich habe mich echt beherrscht. Also, ich hätte mehr ausgeben können, aber ich war jetzt mal hart und habe gesagt, nee, mehr gibt es jetzt nicht aus. Ach, genau. Was ich noch ansprechen wollte, und zwar sind jetzt alle im Filofax-Fieber, also mit dem Terminplaner und sich da die Seiten so schön dekorieren und verzieren. Diesem Fieber bin ich auch verfallen vor ein paar Wochen. Und dann habe ich mal Folgendes gemacht. Das könnt ihr auch, wenn ihr wollt, in meinem Shop... Upsala, das Display. In meinem Shop kaufen. Und zwar der komplette Kalender für 2014. Habe ich selber noch die Dateien für erstellt. Und zwar habe ich dann eine Woche auf zwei Seiten. So sieht das dann halt aus. Und wahlweise könnt ihr das auf pinkem Papier euch bei mir im Davanda-Shop bestellen oder halt auf weiß. Jo, und das nur nebenbei. Die sind halt schon fertig gelocht, hinten mit meinem Logo. Und die könnt ihr euch dann anstelle von diesen Filofax-Seiten, die schon drin sind, weil ich finde die immer so ein bisschen komisch, könnt ihr euch die dann halt reinkleben. Reinkleben, man klebt sie nicht rein, man heftet sie ein. Hier zum Beispiel bei meinem A5 ist es so, dass die so eine Spalte haben zum Eintragen. Und da muss man halt immer so blöd schmal schreiben. Und das hat mir halt selber nicht gefallen. Dann habe ich mich mal hingesetzt und habe das so selber entworfen. Also wenn ihr wollt, unten in der Infobox ist auch der Link zu meinem Shop. Wenn ihr da Interesse habt, dann könnt ihr euch das auch gern bei mir im Shop kaufen. Macht's gut, das war's erstmal von mir. Ich hoffe, wir sehen uns wirklich jetzt bald mal wieder mit einem neuen Video. Schreibt ruhig mal in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Und dann picke ich mir irgendwas Schönes davon raus und versuche das dann für euch zu drehen. Macht's gut, tschüss!